Liebe Dagmar, das war sie schon unsere zweite Sitzung, weil vor knapp einem Monat haben wir uns zuerst getroffen und ein bisschen ausgetauscht, aber da war die Datenverbindung, weil so viele Schüler höchstwahrscheinlich im Internet waren, so schlecht, dass wir gesagt haben, hey, das müssen wir wiederholen. Ja, Ja. und wie hast du kam, war eine Freundin hat gesagt, nachdem ich ein paar Videos schon produziert habe, mit der Dagmar musst du dich unterhalten. Und dann bin ich kannte dich wirklich vom Namen nicht, muss ich zugestehen, auf deine Homepage gegangen, habe deine Biografie gelesen. Sag ja, mit der Dagmar Neubronner muss ich reden. Und dann habe ich dich angeschrieben. Und ja, erzähl doch ein bisschen was über deine Biografie, weil die ist so spannend. Du hast so viele Wege beschritten und bist in Sackgassen gekommen und musstest dich wieder neu erfinden. Also Leben pur. Ja, was soll ich dazu sagen? Ja, genau, Leben pur. Ich bin von Haus aus Biologin, habe vorher eine Hebammenausbildung angefangen, musste die dann abbrechen, weil ich eine Knochenhautentzündung im Arm gekriegt habe. Und das hat sich einfach nicht vertragen mit der anstrengenden Hebammenarbeit. Und habe dann Biologie studiert, auch durchaus sehr erfolgreich mit Biochemie als Hauptfach, Mikrobiologie als Nebenfach. Und habe dann, es hat mir auch total Spaß gemacht. Ich war damals so naiv. Ich habe wirklich studiert aus dem Liebe zum Grünen und Leben und wie funktioniert das Lebendige. Und ach, ich habe es geliebt, habe mein Studium sehr geliebt. Und dann hatte ich eine Diplomarbeit. Da war ich, das war damals was ganz Ungewöhnliches. Ich habe während meiner Diplomarbeit schon 1200 Mark gekriegt, hatte ein eigenes Labor, eine eigene Assistentin zugeordnet und so. Es war so ein Institut, was eben sehr mit Drittmitteln gesegnet war. Und da kam dann für mich das große Erwachen. Also der Leiter dieses Instituts, der war später sogar mal nominiert für den Nobelpreis oder so, war ein ganz großes Tier, super vernetzt. Alle seine Doktoranden landeten bei Schering, Böhringer, Tralala. Und im Keller standen die nicht angemeldeten Käfige mit den Mäusen für die Tierversuche, die auch nicht angemeldet waren. Und ja, da habe ich dann das erste Flugblatt meines Lebens verfasst. Irgendwie von wegen Tierversuche illegal und was mir eine Einladung zum Ministerium für. Heißt das Staatssicherheit? Kann ja eigentlich nicht sein, aber so Nee. irgendwie innere, Innenministerium, jedenfalls Innenministerium, Ist so an der gleichen einfach Stelle für mich. Ja, angesiedelt. genau. Und die sahen dann aber, dass ich eine harmlose, naive junge Frau war und haben mich wieder laufen lassen. Aber die haben eben aufgrund meines Flugblatts gedacht, ich hatte irgendwie so das Gefühl, wenn da ein Flugblatt ist, dann muss man BAD schreiben. Weil alle Flugblätter, die ich kannte, da hieß es halt BRD. Naja, jedenfalls hat mich das in eine ganz tiefe Krise gestürzt, weil ich auf einmal das Gefühl hatte, was habe ich da eigentlich studiert und was mache ich denn jetzt dann die nächsten Jahrzehnte? Bin dann sehr krank geworden, also es war umfassend, ich wusste überhaupt nicht mehr weiter. Hab dann gar nichts gemacht nach meinem, habe eine Doktorandenstelle ausgeschlagen. Ich hatte mir eine ganz feine Doktorandenstelle, war mir angeboten worden, wo ich das, was ich eigentlich tun wollte, handelte sich um Immunologie, eben ohne Mäuse mit Zellkulturen hätte tun sollen. Und selbst ich habe dann aber gemerkt, dass der nur gesagt hat, ja, das machen wir ohne Tierversuche und so, damit er mich kriegt und dann hinterher wäre es wahrscheinlich dann doch nichts geworden. Jedenfalls habe ich die ausgeschlagen und naja, das wird jetzt alles viel zu lang. Also jedenfalls war ich krank, habe Krankenhausseelsorge gemacht und hatte auch eine Nahtoderfahrung und habe dann, da hat sich, das war ganz unspektakulär, aber ich habe einfach gemerkt, wie sich so die Prioritäten verschieben und habe mir dann eben eine Arbeit gesucht, wo ich als junge Biologin ankommen konnte, in einem medizinischen Fachverlag. Das war ja in den 80er Jahren. Und da kam ich dann vom Regen in die Traufe. Ich war zwar nicht mehr ein Labortäter, aber ich wurde dann zum Schreibtischtäter. Dieser Fachverlag, der brachte lauter Bücher raus, die von den Pharmafirmen gekauft und kostenlos an die Ärzte verschenkt wurden. Und wo dann Studien zu Antibiotika drin waren, zu den neuesten. Und es war immer gleich aufgebaut. Es waren immer so 10 Studien in einem Buch zusammengefasst, die dieses Medikament von allen Seiten beleuchteten. Und davon waren so anderthalb
bisschen kritisch. Ja, naja, aber ne, so. Und damals ging es gerade um AIDS. Und ein Professor rief immer an, so, na, wie Gates, hahaha. Und ich habe dann eben sozusagen live miterlebt, wie alle Wissenschaftler, und nicht alle, aber sehr viele, ihre Forschungsanträge eben jetzt so umformulierten, wenn sie nicht gerade an Regenwürmern forschten, dass es irgendwie was mit AIDS zu tun hatte, weil da die Mittel flossen. Und also diesen ganzen AIDS, die Erfindung von AIDS, habe ich sozusagen beigewohnt. Und dann habe ich gemerkt, ja, das kann es ja auch nicht sein. Bin wieder in eine große Krise gekommen. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht als Lektorin und Übersetzerin, obwohl ich das ja nun eigentlich gar nicht gelernt hatte. Aber ich war immer schon gut mit Sprache und habe dann, jetzt ist aber schon lang genug, also und dann habe ich immer so weitergelebt. Und dann habe ich irgendwann mich mit Entwicklungspsychologie beschäftigt, weil meine Söhne nicht zur Schule gehen wollten. Ich mache jetzt mal die ZIP-Version. Und ich habe auch noch eine Schule gegründet, da wollten sie dann aber nicht hin, also nicht so gerne jedenfalls. Und dann habe ich sie ohne Schule groß werden lassen, was auch nicht einfach war, aber sehr schön. Und habe mich deswegen, weil das so schön war, dafür interessiert, wie Entwicklung überhaupt funktioniert. Und bin dann eben auf die Entwicklungspsychologie gestoßen und Bindungsforschung. Habe da 12 Jahre lang ein Institut aufgebaut. Das wurde mir dann aber aus fehlender Political Correctness weggenommen, weil ich einfach den falschen Leuten die Interviews für die falschen Publikationsorgane gegeben hatte und überhaupt immer mit den, ich habe immer mit den falschen Leuten geredet. Und jetzt mache ich etwas Ähnliches, also die Essenz von dem, was ich da gelernt habe, mache ich jetzt in meinem eigenen Projekt Frei groß werden. Und habe einen sehr großen Garten und da bin ich auch viel drin. So, das war jetzt ein bisschen lang, aber... Jetzt hast du mir so viel Material gegeben. Gut, dass ich mich vorher nicht vorbereitet habe. so wie du gelernt hast, da gibt es sogar eine Bezeichnung. Posttraumatisches Wachstum nennt sich das. Ja, genau. Und das ist die, also eine der wirklich guten Arten, schnell zu lernen, aber nicht ungefährlich. Man kann auch an der Krise natürlich zerbrechen. Das stimmt. Aber da ich schon eine traumatische Kindheit hatte, wusste ich, die mal überlebt. Man hört übrigens ein bisschen deine Atemgeräusche. Vielleicht muss ich auch ein bisschen weiter runter machen. Ja. Ich schiebe die mal ein bisschen weg. Ja. Also so eine geschundene Kindheit ist sozusagen ein Toröffner dafür, um posttraumatisch zu wachsen. Ja, genau. Jetzt bin ich mal in deinen Shop reingegangen, weil beim letzten Gespräch hast du mir so eine Buchempfehlung gegeben und so einen Kurztext zum Lesen. Wie die Musik die Welt erschafft. Und ich habe natürlich reingelesen und ab einem Punkt habe ich aufgehört zu lesen. Das war so ab der Hälfte, weil das hat mich so angenervt, dass plötzlich zwischendrin es zu Ende war und ich wollte weiterlesen. Also ich besuche nachher noch deinen Shop. Den werde ich übrigens auch verlinken, weil du hast da wirklich tolle Bücher drin und da kann sich jeder quasi mal selber schlau machen, weil dein Lebensweg, der findet sich quasi in einer Buchhandlung wieder. Das stimmt, das habe ich ganz vergessen. Ich habe auch einen Verlag gegründet, weil ich als Übersetzerin immer wieder, ich habe sehr viel für 2001 gearbeitet. Es war damals ein toller Verlag mit Lutz Kroh. Kennt ihr noch aus Freiburg. Merkheft rumgeschickt und jetzt ist er in andere Hände. Ich habe das aus den Augen verloren, aber der war klasse und da konnte ich immer auch eigene Bücher zur Übersetzung vorschlagen oder zum Veröffentlichen und wenn die dann tatsächlich gemacht wurden, dann kriegte ich auch eine kleine Provision. Und dann habe ich eben einige Bücher vorgeschlagen und die wurden nicht genommen. Und das hat mich so frustriert, weil ich die so wichtig fand, dass ich dann gesagt habe, so, und jetzt mache ich meinen eigenen Verlag. Das war auch wieder, es war nicht traumatisch, aber ich habe dann im Nachhinein gemerkt, ach, deswegen haben die das nicht genommen. Betriebswirtschaftlich war es vielleicht nicht so eine gute Idee, aber das war eben Walter Russell dann, dessen Werk ich noch nicht vollständig rausgebracht habe, aber in großen Teilen. Und es hat Betriebswirtschaft, wie gesagt, hat es mich schon ganz schön ausbluten lassen, zeitweise. Jetzt scheint seine Zeit zu kommen. Jetzt wächst das Interesse. Und es stimmt, ich habe im Grunde das Gefühl, ich mache eigentlich immer dasselbe Buch oder das Gleiche, nur zu einem anderen Thema. Aber es geht immer um Freiheit, es geht immer um Potenzialentfaltung, es geht immer, ja, genau, um Liebe und Freude und solche Sachen. Prima. Ich habe übrigens schon ein Buch von dir. Wusste ich gar nicht. Das ist von Clinton. Ah,
Welches denn? Der mehrere Abenteuer denken, oder? Genau, also seine 52 Abenteuer waren es, glaube ich. Und ich habe ihn mal damals angeschrieben, habe noch 53 und 54 beigesteuert. Mal sehen, vielleicht gibt es eine Wiederauflage. Also super gut. Ja. Und daher bin ich mal gespannt auf das nächste Buch. Jetzt machen wir einen großen Sprung, weil wir wollen es ja nicht zu lang machen, zur Schule, weil das, finde ich, ist zurzeit ja, vielleicht die größte Herausforderung, vor denen andere stehen, andere Eltern. Und du hast ja genau diesen leidvollen Weg schon beschrieben. Du hast gestartet, mit einer eigenen Schule zu gründen. Und den Weg habe ich auch mal eingeschlagen 2014. Da lässt man dann auch mal schnell die Finger davon, wenn man es versucht, allein zu machen oder nur mit wenigen. Und dann hast du angefangen, deine Kinder frei zu erziehen. Und es gibt immer wieder diese Vorstellung, ich habe mal ein Video gesehen vor zig Jahren, dann war ein tief religiöser, der hatte seine Kinder dann um sich herum versammelt und dann durften die genau nach seiner Spur lernen. Und das ist ja das andere Bild von den Freilernen. Da tut man den Kindern ja nicht wirklich was Gutes. Und die Angst hat ja auch letztlich der Staat, dass nachher die Kinder, der Mann sitzt dann in der Unterhose mit der Zigarette und dem Bier vom Fernseher und die Kinder sollen dann aufhören. Und das ist so das Extrembild von Freilernern zu Hause. Und da gibt es viele Facetten. Und erzähl mal von deiner. Ja, also die Schulgründung war übrigens erfolgreich. Die Schule gibt es heute noch. Nur ich habe dann eben gemerkt, es war im Grunde Staatsschule light und so bunte Schraubenzieher. Es ist nicht wirklich ein Unterschied, ne? Weil man halt, wie du sagst, bei diesen Homeschoolern, so nennt sich ja das, was du beschrieben hast, dass die Kinder zu Hause nach Plan lernen, entweder nach dem Lehrplan, den der Staat vorgibt, oder nach dem Lehrplan Captain Fantastic, den der Vater vorgibt. Oder die Mutter oder beide. Und das haben wir natürlich nicht gemacht. Unsere Motivation war auch eine ganz andere. Unsere Motivation war nicht, es dem Schweinesystem zu zeigen und unsere Kinder irgendwie aus irgendwas rauszuhalten. Im Gegenteil, wir hätten sie eigentlich gerne, wir hätten das eigentlich klasse gefunden, wenn sie in unserer mühsam gegründeten Schule sich wohlgefühlt hätten. Aber unsere Motivation war einfach, Schaden von unseren Kindern fernzuhalten und ihnen eine optimale Entwicklung zu ermöglichen. Und im Vordergrund stand aber wirklich der Schaden, ne? Wir sahen einfach, wie der Ältere in der Schule so in sich zusammenbröckelte und aus diesem enthusiastischen, begeisterten, fröhlichen Kind irgendwie so ein schlaffer Hänger wurde, der schlechte Laune hatte, seinen kleinen Bruder triezte, was er sonst nicht gemacht hatte. Und der am Wochenende wieder so ein bisschen aufblühte und in den Ferien dann total. Und so, das erleben ja sehr viele Eltern und die meisten denken sich, naja, ist halt so, muss halt, ne? Wir sind auch nicht gern zur Schule gegangen. Und ja, ich habe dann halt wir wohnten damals in der Nähe zu Österreich und da ist das ja erlaubt. Ich habe dann halt mich informiert über die Studienergebnisse aus anderen Ländern und so und habe sie erstmal zu Hause behalten, beziehungsweise sie wollten nicht hin, habe dann aufgehört, sie jeden Morgen sozusagen mühsam dahin zu buxieren und habe im Anfang auch versucht, sie zu unterrichten und das so ein bisschen so zu machen wie in der Schule, nur eben zu Hause. Und habe dann aber ganz schnell gemerkt, das ist ja irgendwie, das bringt es ja gar nicht. Das, wo ist da der Vorteil? Und sie haben es auch, sie fanden das auch nicht gut. Also das ist der Gipfel, wo ich dann wirklich verstanden habe, was los war, war dann eben wirklich, wie ich vor ihnen saß und ihnen irgendwas vermitteln wollte und sie sich unter der Bank, meine beiden Kinder, unter der Bank heimlich Zettel geschrieben haben. Und da habe ich so gedacht, das ist irgendwie, ich mache mich doch hier nicht zum Affen, ne? Das kann es ja wohl nicht sein. Offenbar stimmt da irgendwas nicht. Und dann habe ich mich eben informiert. Es gibt ja die Theorie, dass Kinder, wenn man sie einfach in Ruhe lässt und ihnen ein gutes Umfeld bietet, Maria Montessori und so weiter, von sich aus ganz interessiert sind und anfangen, die Welt zu erforschen und sich selber Ausdruck zu verleihen und das zu üben, weshalb sie hergekommen sind. Und ich habe dann so in Wellen immer mehr mich darauf eingelassen, das einfach mal auszuprobieren und habe dann eben Bauklötze gestaunt, wie sich meine Kinder entfaltet haben. Allerdings weiß ich heute, dass ein ganz wichtiger Baustein dafür war, dass unsere Kinder ein geordnetes und geborgenes Umfeld hatten und das, was du jetzt beschreibst, so im Grunde einfach
macht mal irgendwas, ich bin nicht da oder so. Also das funktioniert nur, wenn die Geborgenheit vorhanden ist. Und Kinder, die sich nicht sicher fühlen auf der Bindungsebene, haben haben ihr Gehirn gar nicht dafür frei, wirklich zu forschen und wirklich frei zu spielen. Sondern die sind immer, ist Mama noch da? Ist Papa noch da? Hat sie mich noch lieb? Ist alles in Ordnung? Geht's ihr gut? So, ne? Und dann können sie sich nicht für die Welt im Wassertropfen interessieren. Das ist also eine wichtige Voraussetzung. Und dazu gehört auch, dass die Kinder das Gefühl haben, die Eltern haben die Sache im Prinzip im Griff und sie müssen sich nicht ums Überleben kümmern, sie müssen sich nicht darum kümmern, dass es den Eltern gut geht und all diese Sachen, also diese emotionale Hierarchie, dass die Eltern ihre Sorgen nicht bei den Kindern abladen, sondern woanders und die Kinder ihre Sorgen bei den Eltern abladen können und zu ihnen kommen können, wenn die Hütte brennt und dann auch auf Stabilität treffen, das ist eine wichtige Voraussetzung. Und unter dieser Voraussetzung, wenn die gegeben ist, und das hat mit Bildung eigentlich gar nichts zu tun, also wir sind natürlich ein bildungsnaher Haushalt gewesen, aber ich kenne auch viele, und man weiß es auch aus den anderen Ländern, wo es eben möglich ist, USA und so, da gibt es auch viele Haushalte, die eigentlich gar nicht so bildungsnah sind, die aber diese emotionale Stabilität bieten. Und da gedeihen die Kinder einfach wie Unkraut. Also im Unterschied zu Spalierobst, ja, sie gedeihen und sie wachsen und sie entwickeln sich und sie entwickeln sich individuell. Und das mitzuerleben war für mich sehr schön und ein sehr großer Augenöffner. Ich habe das vorher nicht gewusst. Ich bin selber ja zur Schule gegangen und war auch dann, nachdem ich die ersten Anpassungsschwierigkeiten nach ungefähr 8 Jahren oder so überwunden hatte, war ich auch erfolgreich, habe mich da erfolgreich angepasst und war dann auch eine gute Schülerin, Abitur mit Auszeichnung und Titel. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass es nicht nur so ist, dass es ihnen gut geht, so besser als in der Schule, sondern was da eigentlich passiert. Und ich habe ganz viel darüber gelernt, wie dass das, was wir als Lernen bezeichnen, eigentlich gar nicht isoliert existiert. Das ist nur ein Artefakt, was in der Schule, das ist wie, was weiß ich, Vitaminpräparat, wo dann irgendwie nur dieses Vitamin drin ist. Es ist aber nicht dasselbe, wie wenn man den ganzen Spinat isst oder sich insgesamt gesund ernährt. Und so ein Gefühl habe ich eigentlich inzwischen beim Lernen, denn meine Kinder haben eigentlich überhaupt nicht gelernt. Die haben nur gespielt. Nur gespielt. Die Nachbarn sagten, na, wenn eure Kinder nicht draußen sind, dann kann man eigentlich schon den Regenschirm holen. Ne? So. Die waren nur auf dem Trampolin und haben so, und wenn es geregnet hat, dann haben sie halt mit Playmobil und Bauklötzen und was weiß ich gespielt. Und sie haben dann im Grunde, genau wie die Kinder in der Schule, ganz gezielt für Prüfungen gelernt. Für ihren Hauptschulabschluss haben sie 4, 5 Wochen gelernt dann, ne? Und haben ihn dann mit Glanz und Gloria bestanden jeweils. Und für den Realschulabschluss sind sie 5 Monate zur Schule gegangen, haben auch wunderbar das alles hingekriegt. Und das Abitur haben sie eben auch dann gemacht. Der eine hat es ganz ohne irgendwas gemacht, sich einfach angemeldet zur externen Prüfung und das so durchgezogen. Und der andere ist dann bequemerweise 1 Jahr dann noch in so eine Abschlussklasse einer privaten Schule gegangen und hat sich das so hin vorkauen lassen. Aber es war total erfolgreich. Das kann ich jetzt rückblickend sagen. Während ich drin steckte, habe ich natürlich schlaflose Nächte gehabt und wusste nie, stimmt das vielleicht doch, was die anderen sagen? Deine Kinder werden erstens nicht lernen, zweitens werden sie zu schrecklichen Eigenbrötlern, ihnen fehlt das Sozialleben, sie werden nicht in der Lage sein, mit Widrigkeiten umzugehen, wenn sie den ganzen Tag immer nur spielen können. Das Leben ist kein Ponyhof, je eher sie das lernen, umso besser. Eine Lehrerin hat zu mir mal gesagt, ich stehe den ganzen Tag unter 1000 Zwängen. Je früher die Kinder das lernen, desto besser. Und meine These war, nein, es muss auch anders gehen, ne? Und bei meinen Kindern hat es funktioniert und ich kenne eigentlich auch keine Freilerner, bei denen es jetzt überhaupt nicht funktioniert hat. Gleichzeitig ist Freilernen nicht der Schlüssel zum Paradies. Auch meine Kinder haben Probleme und auch meine Kinder
so, ne? Das ist ganz klar. Aber das ist ja bei Kindern, die zur Schule gehen, auch so. Nur da bringt man es nicht so schnell mit der Schule in Zusammenhang, sondern man denkt immer, das liegt an meinem blöden Kind, dass das jetzt nicht klappt. Ne? Das ist klasse. Das ist klasse. Man merkt schon, dass du schon viel darüber geredet hast. Du nimmst mir sämtliche Fragen schon aus dem Mund, bevor ich sie ausspreche. Also ich hatte wirklich jetzt drei Fragen. Eine hast du quasi schon beantwortet, und zwar, wie du überhaupt mit dem Stress auskommst. Weil wenn deine Eltern auf dich einreden und so sagen, aus den Kindern wird ja nichts, und diese Ängste, die sie haben, berechtigterweise, schon auf dich übertragen. Also wenn es schon nicht über die Gene funktioniert hat, die Ängste zu übertragen, dann zumindest mal nochmal verbal, muss man sich ja vorstellen. Also du trägst die Angst ja mit der Muttermilch, hast du schon aufgezogen, die Existenzangst deiner Eltern, die den Krieg erlebt haben, wie meine Eltern letztendlich auch. Ja. Also diese Sorge, aus dem nichts wirst. Nur, wir leben ja in einer völlig anderen Zeit. Wir dürfen uns ja nie das aus dem Blick verlieren, dass unsere Elterngeneration einen Krieg erlebt hat und aus dem Nichts irgendwas aufbauen mussten. Da hatte der Maler gefehlt und hat mal gesagt, ja, ein Pinsel kann ich halten, dann mache ich eine Malerausbildung. Und dann hat er sich weiterentwickelt, irgendwann war er Feuerwehrmann. Ja, das Berufsbild war kein Problem, da gab es genug Arbeit. Und jetzt sind wir ja 50, 70, 80 Jahre später, stehen wir da plötzlich vor einer Fabrik, die teilautomatisiert ist oder vielleicht sogar vollautomatisiert. Also das, was auf Also jetzt wird da nicht mehr der Maler gefragt, sondern jetzt muss der Künstler im Gehirn arbeiten. Der muss sich Dinge ausdenken, wo wir als Menschen wieder etwas näher an die Wurzeln kommen, das Menschsein. Also es sind ganz andere Aufgabenstellungen. Und zu meinen, man könnte mit einem Schulsystem, das über 100 Jahre alt ist und der Industrialisierung sehr viel zugebracht hat und auch der Industrialisierung beziehungsweise die Industrialisierung der Schule viel zu verdanken hat, weil es Menschen mit einer Allgemeinbildung rausbrachte, die gut funktioniert haben. Und es war auch zu der Zeit wichtig und richtig. Nur wenn wir jetzt Menschen haben, die nur gut funktionieren, dann merken wir, dass es mehr und mehr die Gesellschaft spaltet und wir jetzt zwei Lager haben. Eine, die am Alten festhalten, und andere das Neue. Ob man das jetzt links, rechts, oben, unten, grün, blau bezeichnet, ist ja völlig egal. Aber die Menschen haben doch verloren, miteinander zu diskutieren, diesen Diskursraum, um das was Neues zu machen. So wie du sagst, das Wichtigste war dieser vorbereitete Raum, diese vorbereitete Umgebung, die ja von Montessori inspiriert ist. Die Rebecca und der Mauritius Wald haben das ja auch in ihrer Pädagogik mit eingebaut. Sprich noch mal ganz kurz ein paar Worte zu dieser vorbereiteten Umgebung. Deine Kinder sollen jetzt ein bisschen sich grafisch, künstlerisch austoben. Was machst du? Wie bereitest du diese Umgebung vor? Ich habe das anders gemeint mit der vorbereiteten Umgebung. Es war eine emotional vorbereitete Umgebung. Ansonsten habe ich eigentlich die Erfahrung gemacht, die Kinder suchen sich, und wenn sie mit etwas in Resonanz sind, dann reichen kleinste Anstöße und dann gehen sie da drauf. Und dann merkt man ja, oh, das interessiert mich. Und dann gibt es zum nächsten Weihnachten dies und das und jenes. Maria Montessori hat in einer Zeit gelebt, ich finde es im Nachhinein unfassbar, wieso deren die Kinder der Fabrikarbeiter, mit denen sie ja ursprünglich gearbeitet hat, derartig emergent und forschungsfreudig waren. Und Rebecca Wild und ihr Mann haben ja zum Schluss, nachdem sie jahrzehntelang in ihrer Schule versucht haben, eine vorbereitete Umgebung herzustellen, gesagt, es nützt alles nichts, wir brauchen die Eltern. Denn sonst geht es zu Hause wieder kaputt. Genau. Das heißt, wir haben im Grunde die Umgebung nicht vorbereitet im Sinne von, also klar. Wirklichkeitsnah. Also wenn ich gesehen habe, der eine meiner Söhne hat sehr, sehr gern gezeichnet, der hat schon ganze Comic-Geschichten entwickelt mit 6, 7 Jahren, dann habe ich natürlich dafür gesorgt, dass er Bleistifte hatte und habe irgendwie gesagt, guck mal, da gibt es einen ganz feinen Filzstift, mit dem kannst du die Ränder malen, oh toll, so. Ne? Mhm. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, in dem Moment, wo unsere Kinder gemerkt haben, oh, jetzt springen die Eltern an und sagen, oh ja, das ist ja toll, und dann können wir da ja noch mal ins Museum gehen und dann können wir ja mal dies und das. Dann hat man ihnen im Grunde das Projekt schon aus der Hand genommen und dann erlahmte das Interesse. Das habe ich nicht gemacht, weil es bei meinem Vater so war. Der hat immer sich auf meine Projekte gestürzt und dann waren sie für mich dann uninteressant, dann war es nicht mehr meins. Da muss man, glaube ich, aufpassen. Also es ist ja auch ein Unterschied,
zu Hause, ich hatte ja nur zwei Kinder und die kannte ich natürlich sehr, sehr gut. In einer Schule, in einer Montessori-Schule, muss man natürlich ein reiches Material. Ja, ich habe auch ein bisschen dieses Perlenmaterial von Montessori. Das habe ich schon hergestellt in freundlichen Bastelstunden. Haben Sie damit wirklich gearbeitet? Nein. Beide auch nicht. Ich sogar, nachdem ich den Film Alphabet und vom Arno Stern diesen Malraum gesehen habe, da bin ich in Bösner gefahren, habe Gouachefarbe gekauft, habe Leinwände gekauft, habe ein halbes Zimmer tapeziert und habe noch so einen schönen Tisch hergestellt mit den ganzen Farben. Und dann, ja, wenn ich dann hingegangen bin, alles vorbereitet habe und die Kinder eingeladen habe, kam auch schnell ein Bild raus. Also nach 10 Minuten waren die fertig. Und dachte ich, die Vorbereitungszeit, eine halbe Stunde, sind die in 10 Minuten fertig. Auch das hat nicht wirklich funktioniert. Ja, und ich glaube, der Hintergrund ist, dass wir eigentlich als Menschen freie Schöpfergeister sind. Und wenn wir es uns leisten können, bindungsmäßig, dann reagieren wir eigentlich mit einem instinktiven Widerstand gegen Erwartungen von außen. Und diese Erwartung, also bei uns war es so, du hast das beim Malen erlebt, ich habe den Vater meiner Kinder im Chor kennengelernt, in einem Spitzenchor. Wir haben beide sehr viel gesungen und natürlich sind unsere Kinder dann auch in den Kinderchor gegangen, haben sie auch eine Weile gemacht. Aber irgendwann haben wir dann gemerkt, sie gehen eigentlich nur für uns so, ne? Also es hat ihnen schon auch Spaß gemacht, aber es war dann irgendwann gut und wir haben gemerkt, ja, ne, sie spielen nun mal lieber Fußball, ne? Und das ist eben so, wenn man sich Kinder wünscht, dann kriegt man einzigartige Samen und man weiß überhaupt nicht, was wird das für ein Baum. Und das habe ich sehr gründlich gelernt beim Freilernen meiner Kinder. Also dieses, auch diesen Kontext von Erwartung loszulassen. Es ist natürlich andererseits so, Kinder, die spüren, dass das die Liebe-Schwingung erhöht und dass die Eltern sich sehr freuen, die tun alles. Vor allem, wenn sie das Gefühl haben, ich muss etwas dafür tun, damit ich geliebt werde. Ich kann nicht einfach so sein, wie ich bin, sondern ich muss bitteschön so sein, wie meine Eltern mich haben wollen. Und dann verbiegen sich Kinder bis zu einer Brezel, einfach nur um die Bedürfnisse der Eltern zu erfüllen, weil sie das Gesamtsystem stabilisieren. Das heißt, es ist an uns als Eltern, diese innere Arbeit zu leisten, die du dann eben auch so diesem, okay, funktioniert nicht, na gut, und das freizulassen. Denn sonst, wenn die Kinder dann in diesem riesigen Anspruch immer stehen, so und so und so sich entwickeln zu müssen und bis hin zu den Hobbys. Da gibt es ja Eltern, die schreiben ihren Kindern wirklich vor, welches Hobby, weil sie das auch hatten oder so, ne? Ja, so wird man ein Tennisstar und wird Millionär, aber eigentlich wird man abhängiger, bedürftiger und sein ganzes Leben lang. Also ich weiß nicht, ob ich mit dem Boris Becker tauschen wollte. Nein, ich weiß es. Nein, ich will nicht mit ihm tauschen. Absolut gar nicht. Kein Meter. Ja, dann fallen wir doch eigentlich zu dem Punkt zurück, wo ich wirklich nochmal, wow, und wo ich gemerkt habe, da steht doch Herzblut drin. Ja, diese Sorgen und Ängste wegzulassen, nicht an deine Kinder rankommen zu lassen, dass die immer das Gefühl haben, hey, die Eltern haben das alles im Griff und jetzt durch Corona haben wir jetzt noch eine Lernaufgabe mehr. Wie schafft man es? Weil du hast ja Krisen am Anfang in deinem Kurzlebenslauf erzählt, wie du wirklich an Krisen rankamst. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass du krisenfrei warst in der Zeit, wo deine Kinder aufgewachsen sind. Also, dass da plötzlich das Schicksal gesagt hat, so, die Dagmar hat jetzt am Anfang ganz viel erlebt, die lassen wir jetzt mal 20 Jahre in Ruhe. Und dann kommen wir wieder auf sie zurück. Das glaube ich jetzt mal nicht. Also, wie hast du es geschafft, trotz der extremen Krisen, die du erlebt hast, diese Belastung von deinen Kindern fernzuhalten, dass sie es nicht gespürt haben, dass du da in Anspannung bist. Das weiß ich natürlich gar nicht, ob ich das wirklich geschafft habe. Ich habe es versucht, ne? Und ich habe es mit Sicherheit nicht vollständig geschafft und nicht so, wie ich es mir gewünscht habe. Also es gab zum Beispiel mal eine Zeit, wo es mir dann aufgefallen ist, wo wir sehr, sehr wenig Geld hatten und wo dann der ältere Sohn anfing, wenn wir dann mal irgendwie auswärts was gegessen haben, nach den Preisen zu gucken und sich dann irgendwie versuchte, das Billigste zu bestellen und so. Und da habe ich gemerkt, Moment mal, das geht gar nicht. Und habe dann wirklich auch gesagt, wir sind,
jetzt hier die Erwachsenen und wenn wir mit euch essen gehen, dann dürft ihr auch das bestellen, was euch schmeckt und macht euch keine Sorgen. Und ich habe dann auch gemerkt, oh, wir müssen aufpassen, ne, dass das nicht, dass wir diese Gespräche, diese finanziellen Gespräche nicht führen, wenn die Kinder dabei sind, ne? Weil da Kinder übernehmen dann Verantwortung. Ja. Das liegt ihnen. Das ist ein Instinkt, der ist auch gut, denn im Urwald, wenn die Sippe insgesamt überleben muss und der Vater verletzt sich das Bein, natürlich springen die Kinder dann ein. Aber da müssen wir eben sehr, sehr gut drauf achten. Und ich glaube nicht, dass mir das sehr gut gelungen ist, aber ich weiß es nicht. Ne? Was ich versucht habe, ist zum einen, sie dafür freizulassen, dass sie ihre eigenen Probleme lösen können. Ne? Wieso geht da jetzt das Lego da nicht rein? Und wie kann ich das so und so? Und warum kippt der Turm immer um? Das sind ja die Probleme, an denen sie dann damals gewachsen sind. Und ich eben meine Probleme mit anderen Leuten bespreche. Da gibt es ein sehr schönes, es gibt ja den Film Das Leben ist schön von Spielberg, wo der Vater mit seinem Sohn im KZ landet. Und die ganze Zeit, das ist natürlich in filmischer Überspitzung, aber es macht das Prinzip sehr schön deutlich. Er arbeitet die ganze Zeit darauf hin, in seinem Sohn die Illusion zu erhalten, es sei alles nur ein Spiel. Und hält auf diese Weise die Traumatisierung wirklich, soweit es geht, von ihm fern. Ne? Mhm. Und dann sieht man aber Gott sei Dank, sonst würde man den Vater ja für übermenschlich halten, sieht man dann eine Szene, wo er in der Zwangsarbeit ist mit seinen anderen erwachsenen Mithäftlingen und wo er sagt, ich kann nicht mehr, ich will sterben und lass mich hier sitzen und die ihm dann gut zureden. Mhm. Und das ist das Richtige, dass wir unsere Probleme eben nicht bei den Kindern abladen. Die Versuchung dabei ist, das ist wie mit, wenn wir ihnen Angst machen mit Bestrafungen oder so, die Versuchung ist immer, sie funktionieren dann so gut. Ja. Ja. Wenn wir ihnen sagen, ja, Leute, wir haben uns jetzt hier im Wald verirrt und ihr müsst jetzt alle ganz gut aufpassen und so, ja, dann machen die das und sind aber gleichzeitig total alarmiert. Und stattdessen zu sagen, spielt mal, Papa und ich müssen uns hier nochmal den Plan angucken, ne? Das lässt die Kinder freier und wir haben dann halt die Verantwortung. Und ja, das habe ich versucht und ich habe halt versucht, meine Krisen und Prozesse mit mir selber und mit anderen Erwachsenen auszumachen. Also ich habe ja dieses Konzept vom flüssigen Alpha. Es laufen nicht so viele Menschen herum, an die man sich immer wenden kann und die immer fürsorglich und da sind, sondern in meinem Leben ist es so, dass ich eben gute Freunde und Freundinnen habe und mal höre ich zu, mal hört der andere zu und vielleicht auch im selben Gespräch. Ne? Und das ist ganz wichtig und das fehlt vielen Familien heute, vielen Müttern, vielen Vätern, dass dieses Umfeld, gerade Alleinerziehende, sind oft total allein und haben niemanden, wo sie mal schwach sein können, sondern müssen 24/7 für ihre Kinder stark sein und das schafft keiner, ne? Nee, das dauert nicht. Ich glaube, also mir schoss es jetzt gerade in den Kopf, wo du erzählt hast, mit den Ängsten. Ich glaube, wir haben so teilweise das Bild, wenn wir die Ängste teilen, dann ist es nur noch die halbe Angst. Nee, es ist dann die doppelte Angst. Also wenn wir die Ängste mit den Kindern teilen, halbieren wir nicht die Ängste. Wenn wir Wissen teilen, dann verdoppeln wir es. Oder wenn wir Liebe teilen, dann verdoppeln wir die. Aber bei Ängsten... Naja, uns tut es natürlich gut, wenn wir es aussprechen, auch wenn es gegenüber unserem 7-Jährigen ist. Ja. Aber der schultert dann halt. Genau. Fast, ne? Aber das bleibt trotzdem, es wird nicht weniger dadurch für uns. Für uns scheint es nur so, als ob wir eine Last weg haben. Bevor ich nochmal zur Angst zurückkomme, noch eine Frage an dich. Hast du deine Kinder dann im Wesentlichen für sich allein gelassen spielen? Du hast immer nur mal kurz nachgeschaut, ob sie einen Bedarf haben oder kamen die von sich aus? Oder waren die einfach in dem Raum, wo du warst, mit dabei? Also du warst beim, ich sag jetzt mal, beim Bügeln, beim Kochen und die haben dann nebenher gespielt. Sie waren ja schon Schulkinder, logischerweise. Und dann waren sie nicht mehr bei mir im Raum. Ich war auch nur ausnahmsweise beim Bügeln und beim Kochen, sondern ansonsten am Computer, wie das heute so ist. Und war sehr beschäftigt immer. Nicht, also immer frei und zu Hause. Ich war schon zu Hause.
und der Kindsvater auch überwiegend, aber die haben, die hätten, die waren allerdings auch zu zweit, ne? Die haben miteinander gespielt, haben auch mal alleine gespielt, aber wenn Kinder ganz klein sind, dann brauchen sie auch die Eltern als Partner viel mehr. Aber ich habe das Gefühl, bei den Spielen, wenn Kinder wirklich, wirklich spielen, so dieses tiefe Eintauchen, da können sie meistens die Erwachsenen gar nicht gebrauchen, weil die das nämlich gar nicht so gut können. Natürlich haben wir auch viel mit unseren Kindern gespielt. Wir haben dieses Siedlerspiel mit allen Erweiterungen, dieses riesige Brettspiel, das haben wir ganze Wochenenden haben wir da verbracht. Ja. Auch Scrabble und so, lauter solche Sachen, ne? Und natürlich, als sie kleiner waren, Mensch, ärger dich nicht und Phase 10 und all diese Gesellschaftsspiele, die heute von den Bildschirmen verdrängt zu werden drohen, aber es gibt schon auch noch viele Eltern, die das machen. Und das war auch gut, aber das richtige Spielen können Kinder untereinander eigentlich am besten, ist mein Gefühl, und alleine, weil richtiges Spielen beinhaltet ja im Grunde Urlaub von der Realität und ich bin im Land der Freiheit, Fantasia und so weiter. Und das fällt uns Erwachsenen schwerer. Wir sind immer so zielgerichtet und auch beim Spielen, ja, das können wir doch dann so machen und so geht's viel schneller und wir können ja das Leben, wir müssen das Leben ja, also besser als unsere Kinder, wir müssen nicht im Topf rühren mit Sand und Blättern und das ist jetzt eine Suppe, ne, sondern ja, was, das würde uns irgendwie nicht ausfüllen und deswegen glaube ich nicht, dass wir, also dass es so eine Mischung sein sollte. Bei uns war es jedenfalls so. Ich behaupte auch nicht, dass ich alles richtig gemacht habe, ne? Sondern ich habe es halt so gemacht und ne? So. Aber du siehst ja meinem Ausdruck. Ich habe ja auch schon ein paar Sachen ausprobiert. Und ich glaube, dein Weg ist besser. Ich muss da einiges nochmal revidieren und merken, mehr loslassen. Ich bin da genau an der Stelle, dass ich viel zu viel Input reingebe an Ideen und mache es ihnen eigentlich dadurch nur schwerer. Ich weiß, dass meine zwei Jüngsten, wenn die zusammen, die haben eine Welt kreiert, die ist so komplex, die können das allein ganz gut. Nur die Angst halt, dass sie nichts lernen, die ist natürlich da, das auszuhalten. Die, genau, das sitzt in unserem System, weil wir das System geformt sind. Ich habe mich dann, es gibt von der Astrid Lindgren ja dieses Bullabü, diese Bücher. Mhm. Und wenn man da die unter diesem Aspekt liest, dann sieht man das sehr schön. Die Eltern sind völlig mit ihren eigenen Sachen beschäftigt. Die spielen nicht mit. Die Kinder sind den ganzen Tag alleine auf eigene Kappe. Aber wenn es brenzlig wird, wenn es Probleme gibt, dann sind die Eltern da und dann holt der Vater im Schneesturm die Kinder und so weiter. Aber ansonsten wären die Eltern früher gar nicht auf die Idee gekommen. Das ist dann eher, das ist dann eben wieder, da sind wir in Gefahr, eben diese, wie heißt das nochmal, Helikoptereltern zu werden, ne? Die einfach vor lauter, also das Kind soll sich optimal entwickeln und jetzt ist es schon so und so alt und hat das und das noch nicht, diesen wichtigen Entwicklungsschritt. Und das setzt die Kinder unter einem Erwartungsdruck. Und wenn sie Glück haben, dann widersetzen sie sich dem und bleiben bei sich. Und wenn sie darauf angewiesen sind, von uns geliebt zu werden und das Gefühl haben, sie werden nur geliebt, wenn sie das alles mitmachen, dann machen sie mit. Und mein Gefühl ist, das ist eigentlich die schlechtere Möglichkeit. Also auch gerade jetzt dann später in der Pubertät, die Jugendlichen, die rebellieren und dann sich einen Ring durch die Nase ziehen und die Haare lila färben und ausziehen mit 16, das ist natürlich ein harter Weg, den die gehen. Aber die Kinder, die nicht rebellieren gegen Übergriffigkeit der Eltern, sondern aus Liebe und Rücksichtnahme sich sozusagen immer weiter anpassen, da habe ich jetzt schon oft beobachtet, die verlieren sich selber und landen im Grunde in der Depression. Es gibt ganz viele junge Leute, junge Männer vor allem, heute, die in der Depression bleiben, die überhaupt nicht mehr wissen, was wollte ich noch mal hier machen, ne? Ganz schlimm. Ganz schlimm. Das war fast so der letzte Punkt, der verknüpft quasi alle, vorgesprochen haben. Von deiner Vita, von deinem Leben mit deinen Kindern und von dem, was du erzählt hast. Ich reiße es noch mal kurz auf, um das mit der Angst zu verknüpfen. Wir haben eine Postkarte bei uns am Herd hängen. Kein Mut ohne Angst, steht da drauf.
Und in deiner jetzigen Lebensphase bietest du Coachings an. Ich sehe da Wachstumsgruppe, Mutgruppe. Und darum kam ich jetzt auf den Mut. Du bietest quasi jetzt an, in deinen reifen Jahren Menschen zu begleiten, die sich zutrauen, zumindest diesen Weg zu gehen, aber genau wissen, dass es nicht so einfach ist, dort auch anzukommen, weil man genau diesen Gesprächspartner braucht, weil man genau jemanden braucht, der einfach schon mal vorgegangen ist. Also du bist Mentorin, du bist Potenzialentwicklerin, du bist Entwicklungshelferin. Auch wenn es mit der Hebamme nicht gepasst hat, dass du Kinder auf die Welt bringst, so schaffst du es doch und hast den Schlussstein, kann man fast schon sagen, gefunden, um doch eine Art Entwicklungshelferin zu sein. Erzähl bitte da zum Abschluss noch ein bisschen was du da machst. Du hast Wer im sich Grunde, an dich wenden kann. ja, jeder, der sich und seine Kinder gut entfalten möchte. Ich habe die Mutgruppe ja erst letztes Jahr gegründet, weil ich vorher die Wachstumsgruppe und die Vertiefungsgruppe hatte, wo Eltern zusammenkommen, die eben wachsen möchten, um ihren Kindern frei groß werden zu ermöglichen. Und frei groß werden kann man natürlich seinen Kindern auch in bestimmten Rahmen ermöglichen, wenn die zur Schule gehen. Also ich bin da jetzt nicht dogmatisch und sage, ah, deine Kinder gehen zur Schule, bleib, das geht ja gar nicht. Das ist nicht für jeder Weg. Und das Elternhaus ist sowieso unglaublich entscheidend eigentlich für die Potenzialentfaltung. Und dann überleben Kinder auch Schulbetrieb und es gibt ja auch immer individuelle Konstellationen. Die Mutgruppe ist entstanden, weil ich im ersten Lockdown gemerkt habe, das Thema erschlägt sonst alles. Wir brauchen einen eigenen Raum, um damit umzugehen. Sonst reden wir nur noch in allen Gruppen nur noch darüber. Ist jetzt trotzdem ein bisschen so, weil das Thema ja dann sich noch mehr aufgebläht hat, als wir gedacht haben. Aber du hast im Grunde alles Wichtige schon gesagt. Mut geht nicht ohne Angst. Oder ja. Und das, was ich gegangen bin, alle die Schritte, wo man gesagt hat, ja toll, ja, die hat ja das und das gemacht, es war immer mit wackeligen Knien. Ich habe immer auch Angst gehabt und Sorge, dass das vielleicht schief gehen könnte und auf allen Ebenen mit der Entwicklung der Kinder, mit den Finanzen, mit allem Möglichen. Und also im Grunde ist das genau der Weg? Und in dem Moment, wo man das akzeptiert, dass der Weg einfach ein ständiges Auf und Ab ist und daran merkt man, dass man lebendig ist und nicht mehr darauf wartet, dass es so ist wie im Fernsehen oder keine Ahnung, wo es eigentlich so ist, so immer nur, ja, ach du, dir geht's nicht so gut, ja, da musst du aber noch viel lernen, ne? So dieses scheinheilige 24 Stunden gut drauf. In dem Moment, als ich das verstanden habe, dass es das einfach nun mal so ist, dann wird es leichter, weil man dann nicht mehr so hadert. Schon wieder Problem und schon wieder irgendwie. Eben irgendjemand hat mal gesagt, es sind Geschenke in Problempapier verpackt. Ne? Passt super. Das, ja, das und das ist der Punkt. Und wir brauchen jetzt ganz viel Mut für unsere Kinder, denn die Bedrohung, der sie ausgesetzt sind, jetzt durch das, was global hier gerade angesteuert wird, ist immens. In meinen Augen ich liebe das Internet, ich liebe auch die Arbeit mit dem Computer, das ist ein tolles Instrument und es ist für unsere Kinder brandgefährlich, ja, so wie, weiß ich auch nicht, also gefährlicher als Heroin in meinen Augen, weil es eben die Versuchung bietet, nur noch darüber zu leben. Und das müssen wir verhindern. Das können wir aber nur verhindern, indem wir selber da authentisch sind und selber auch noch ein Leben außerhalb des Bildschirms haben und pflegen und mit unseren Kindern auch teilen. Das sehe ich als eine ganz wichtige Säule an, sonst können wir nämlich alles andere auch einpacken. Es gibt, also diese Potenzialentfaltung braucht die drei Dimensionen von Tisch und Stuhl und Tannenzapfen irgendwie und Boot und Fahrrad und all diesen Dingen. Sonst läuft das alles nicht. Und wir brauchen dafür im Moment besonders viel Mut, weil scheinbar durch die mediale Vermittlung wir die Einzigen sind. Alle Leute, die bei mir in den Gruppen sind, sagen alle, ah, ich dachte, ich wäre die Einzige. Und bei mir in der Umgebung bin ich die Einzige. Und
so fühlt es sich immer an, weil es auch von den Medien so gespiegelt wird. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns jetzt auch zusammenschließen. Ja, das ist Miteinander, das Vernetzen, dass man nicht allein steht. Das ist so elementar, um wieder aufrecht zu stehen. Also der Gerald Hüther hat jetzt auch eine Initiative gestartet mit dem Liebevoll Jetzt. Das ist ein neues Buch. Die Plattform ging ein bisschen in die Brüche, in die Knie, weil zu viele sich angemeldet haben. Wir haben die jetzt auf unseren Server geholt und ich glaube, jetzt diese Woche ist der Umzug. Also Liebevoll Jetzt 2.0. Und da, ich habe gesagt, 100.000 können wir auf dem Server drauf lassen. Das ist auch eine Möglichkeit für diejenigen, die sich vernetzen wollen. Wir werden einiges noch zusammentragen, du und ich, und schreiben das dann in das Video drunter. An der Stelle würde ich jetzt zuerst mal sagen, herzlichen Dank. Du bleibst schön brav drin, weil wir unterhalten uns jetzt gleich nochmal weiter. Aber das ist jetzt privat. Da können die Zuschauer halt leider nichts davon mitnehmen. Das ist frech. Und für dich vielen, vielen herzlichen Dank schon mal an der Stelle. Ja, danke schön.